Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ihr habt nichts verpasst. Und zwar überhaupt nichts. Gina wird dann schnell noch das Stück essen. Inspiriert. Kuh auch. Ist das so schön? Der junge Mann ist traurig. Tschu, 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 genau. Kann der junge Mann hier nicht mitspielen? Mit Puppen mitspielen. Mal auf, das dich voll quatschen zu lassen. Gut. Und sie geht zum Casting. Sie hat leider gar keine Zeit, um mit dir mitzugehen. Ach, das Casting, da gehe ich, glaube ich, gar nicht mit, ne? Stellt sie das jetzt ernsthaft hier ab? Ich spiele das mal. Ach, der kleine Mann, der dapselt hier rum, ne? Es tut mir voll leid. Den Hund, der schläft. Gina ist. Wann muss denn der Josef wieder auf Arbeit? 8 Stunden, der muss dann noch Essen zubereiten. Der wird dann das hier erstmal weglegen. Hier mal lernen und wird dann ja, egal. Er wird dann mal ein Gourmet-Menü zubereiten. Der könnte mal Kuchen zubereiten, das weiß ich. Beim Heiko klingelt das Telefon. Oh, wir haben einen Stress hier, ne? Ja, jetzt können die Kinder zusammen spielen. Der Josef ist jetzt total beschäftigt. Der Heiko schläft. Der Heiko muss sich dann auf jeden Fall was zu essen nehmen. Hat der Heiko noch was in der Hosentasche? Heiko hat einen Haufen Zeug in der Hosentasche. Den Ball können wir hier draußen hinlegen. Was ist das? Was ist das? Muss man ein bisschen was verteilen jetzt hier. Wir klatschen das Ding mal da so hin. Das Lehrbuch brauchen wir auch nicht mehr. Das Spielzeug stehen wir hier mal auf dem Tisch. Für die Küche verkaufte auch. Ach so, haben wir mehrere. Okay. Das Spielzeug von Mama hier hinkommen. Die Briefe legen wir mal hier oben hin. Und wir haben mal zwei. Legen wir einfach dahin. Glockenblume. Kann er mal alle verkaufen. Die Teile kann er auch mal alle verkaufen. Der Heiko verkauft jetzt mal ein bisschen was. Wir haben ja keinen Platz mehr für den ganzen Scheiß. Das Fahrrad! Oh mein Gott, das Fahrrad! Das Fahrrad muss hier draußen hin. Das ist ja wohl völlig klar. Den kannst du auch mal verkaufen. Er hat auch noch Fotos von Gina. Okay, Gina hat das Casting bestanden. Das ist sehr schön, das freut mich.
die Fotos von Gina. Könnte sich Gina es selber an die Wand hängen, ne? Da haben wir ja schon irgendwelche Fotos, haben wir hier schon. Dann nehmen wir das mal dahin und das andere mal dahin. Was ist das? Ich räume das mal ein bisschen auf jetzt hier, ne? Weil es macht mich sonst ganz kürre, wenn er so viel in der Tasche hat. Das können wir hier in den Schrank. Die Petersilie kann in den Kühlschrank. Alkonit. Hier ist das. Den Alkonit, den können wir vielleicht von hier so hinlegen. Dann hat er hier noch Winterpflanzen. Können wir dem Josef in die Tasche schieben? Sommerpflanzen schieben wir dem Josef in die Tasche. Das Teil für Sanitäranlagen verkaufen wir. Was ist das? Und die Tanzfläche verkaufen wir jetzt, weil die braucht er ja nicht. Und dann klatschen wir das Ding noch dahin. So. Gut. Dann haben wir das erste erstmal aufgeräumt. Heiko, würdest du dann mal aufstehen vielleicht? Alter, der schläft, ne? Das ist nicht normal. Mal aufstehen und Reste nehmen. Denke. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Und auch hier räumen wir mal ein bisschen auf. Das hätte ich alles offscreen machen können, das tut mir sehr leid. Einmal dahin. Dann haben wir hier noch ein Buch, das können wir auch dahin tun. Medizin. Theoretisch ins Badezimmer, wo wir aber allerdings keinen Platz mehr haben. So, das geht dahin. Dahin. Wir haben zwei Kameras. Das war sehr schön. Die brauchen wir irgendwie. Wolkige Aussichten. Wie viel hat denn der davon? Warum hat denn der so viel davon? Kaufen. Ein Spekunium. Schön. Schwarze Kopfhörer kann er behalten. Wir haben die Alien-Beschränkung. Die auf jeden Fall. Das ist die Geburtsurkunde, die brauchen wir auf jeden Fall. Kommt da an. So, ansonsten noch viel Quatsch. Gourmet-Küche. Küche. Gourmet-Küche. Oh. Oh! Warum ist denn der kleine Mann so wütend? Weil der kleine. Oh! Der kleine Mann hat super Hunger. Ist doch eine Karotte. Und eine Paprika. Ist erstmal was, kleiner Mann. Mach das bitte. Lass mal was essen. Dann isst du noch eine Karotte. Oh, noch eine Paprika? Und noch eine Karotte? Und dann würde ich... Kinderbetreuung in den Schlaf lesen. So. Der Heiko ist glücklich. Das ist schön. Der kann das mal aufräumen. Und dann kann der Heiko mal auf den Topf gehen. Die ist schon auf dem Topf. Wann findet denn dieser Auftritt statt? 12 am Montag. Ach du Heiland. Dann einmal bitte Schauspielen üben. Du musst jetzt leider leiden. Ach, die Maus schläft schon. Ja, dann auch Hunger. Toll. Ich kann dann auch mal eine Paprika essen. Und der der Heiko. Hat er Essen im Inventar? Basilikum. Stopp. Der Heiko wird dann mal bitte Kinderbetreuung. Das Kind, dem Kind was zu essen geben.
Der Heiko macht das. Wenn er dann endlich mal fertig ist, auf dem Klo. Hände waschen brauchst du nicht, Heiko. Ja, machst du auch nicht. Hätte mich ja gewundert. So, der Josef kümmert sich um den Jungen. Der Heiko wird sich um die kleine Maus kümmern. Und sie muss lernen. Josef ist dann auch schon wieder müde, der muss auch in 2 Stunden auch schon wieder auf Arbeit. Oh, der Arme, ey, der hat echt nicht leid. Ja, nützt nichts, nützt alles nichts. Josef macht sich dann einen Kaffee. Schläft der kleine Mann jetzt? Hey, du wirst schlafen! Rina! Boah, wird Zeit, dass er älter wird, ehrlich. Er stresst mich voll, das Kind. Der Josef gibt, der gibt jetzt was zu essen. Erbsen. Na, da wird sich das Maus aber freuen. Nicht spielen, sondern essen. Heiko, du kannst gleich mal hier warten. Obwohl du könntest. Naja, nee. Warte mal lieber da. So, hat die kleine Maus jetzt gegessen? Ja, die ist gerade. Sehr schön. Wenn die fertig ist mit Essen, werden wir die dann wieder ins Bett stecken. So Peluche. Shakapur. Frinka, Brove Unsa. Yadraz Vumpa. Friends de Bay. Plus Wangle. Stone. Sonza Brista. Quipimbo. Plus Wanu. Steve. Bobna Fran. Nistibi? Depura? Wow, Slurka! Genau. Diese Mann im Schlaf lesen. Und dann machst du die Erbsen. Wie lange sind denn die haltbar? So, danach wird Heiko mal hier. Kann der nichts ernten? Alles ernten. Das wird der Heiko jetzt mal machen, dann können wir das auf die Kinder verteilen. Ja, wir trinken Kaffee. Muss gleich auf Arbeit. Und die Gina ist immer noch am Üben. Asbuk, Asbuk, Noba! Barumis! Ushib Tenquil! Urimbea! Dambila Wandush! Jensiba! Ispa Efioba Krifum Neeb Hishanoi be de Prodi Rangoya Osbu. Gut. Die Kinder schlafen jetzt beide. Der Josef geht auf Arbeit, obwohl der völlig im Eimer ist. Dem Heiko geht's super. Das ist immer in etwas, ne? Wenn es dem Heiko gut geht, geht es uns doch auch gut. Wir werden hier mal die, das Demonstrat ausstellen. Ach so, das. Dann macht sie das. Ja. So, sie hat das jetzt fertig. Kann dann aufhören. Und wird noch einmal Charisma erhöhen. Da ist sie zum Glück schon relativ weit oben. Genau, der Heiko erntet, wird dann den Kindern das alles in die Tasche schieben, damit die immer was zu essen in der Hosentasche haben.
Mann. Ein Stress mit den Kindern. Wir warten eigentlich nur drauf, dass sie das erhöht hat. Heiko, schon fertig? Das war's? Nee, wir haben keine Zeit. Kirschen. Die kleine Maus kriegt Kirschen. Der kleine Mann kriegt dafür Bananen. Gut. Ich bin da nicht in der Tasche, dann kriegt die kleine Maus noch was hinkommen. Schlafen jetzt beide. Hunger passt an. Sie müsste ja eigentlich bald fertig sein. Nein, Heiko. Du wirst nicht anzünden. Hast du das Thermostat ausgestellt? Ja. Heiko könnte eigentlich aber schwimmen gehen. Oder Trennzimmer suchen. Wir warten nur drauf, dass sie fertig ist. Dann geht sie schlafen. Barb. Ah, Ina. Larkin, Moosh. Grobble, Nerds, Dereve. Farb. Himna, Fazib. Ah, Drovois, Nerzi. Barb. Schwabi, Fran, Fanage. Wibs, Barb. Wie lange dauert denn das noch? Fertig. Gut, Mäuschen. Dann ab ins Bettchen. Ich hätte gar keine Zeit für einen Freund, ne? Die haben alle keine Zeit für nichts. Die Kinder schlafen. Oh, Josef ist sehr müde. Huch. Ich finde es aber schön, dass es dem Heiko so gut geht. Ja, ich meine. Was will der Heiko machen? Trainieren. Na, dann geh trainieren, Heiko. Das ist in Ordnung. Ein bisschen schlafen. Und Josef, du kommst jetzt früher von der Arbeit. Du bist völlig im Eimer. Und gehst bitte auch einfach mal schlafen. Nicht du, Josef, geschlafen. Während der Heiko, was drin, was will denn der Heiko jetzt trainieren? Ich habe gedacht, jetzt. Ich habe ernsthaft gedacht, er macht jetzt Sport. Hatte ich ernsthaft den Gedanken, der könnte jetzt eventuell Sport machen. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Ach, Heiko. Er möchte ein 3-Sterne-Promi werden. Und mit dem Creed veranstalten, das kannst du vergessen. Sie möchte Gold verdienen und das werden wir versuchen zu erreichen. Der kleine Mann hat noch keine großartigen Wünsche. Mit Axel plaudern. Ja, dann plaudern halt mit Axel, ne? Heiko, kannst du nicht irgendwas Sinnvolles tun? Wo ist denn der Hund? Da ist der Hund. Ach. Heiko, würdest du bitte mal einen ganz besonderen Schmatzer geben? Tierpflege, spazieren gehen, einen langen Spaziergang machen. Das halte ich für eine ganz, ganz tolle Idee, Heiko. Wenn der Rest der Familie schläft.
Nachtlichter. Geh weg. Ach, die Kinder schlafen. Kann man nämlich auch mal ein bisschen spulen. Ja, dann pennen. Nee, das spulen ist nicht mehr. Jetzt können wir spulen. Genau. Der Heiko geht jetzt spazieren. Hoffe ich. Ich glaube, der Heiko macht das. Der macht das. Sehr gut. Kleine Maus müsste noch einen Topf. Wir werden mal ganz kurz in den Baumodus gehen. Und dann gehen wir dahin. Wo ist das Klo? Wir brauchen einen Kindertopf und zwar irgendwo in der Nähe. Haben wir jetzt eigentlich vorhin den Kuchen gebacken? Nee, du nicht. Du? Mal öffnen. Wir haben 4 Schokokuchen. Das ist eine Geburtstagskuchen. Ich würde die gerne hier platzieren, aber das geht nicht. Okay. Gut. Das nicht. Der Josef schmiert. Der muss dann duschen. Die kleine Maus muss dann auf den Topf. Der kleine Mann hat dann Hunger. Der wird dann, wenn er ausgeschlafen hat, erstmal was essen. Ach ja. Ja. Sie ist dann fast ausgeschlafen, schon wieder, leider. Dann Hunger. Gut, sie kümmert sich aber um sich selbst, das ist schon mal gut. Josef schläft. Der kleine Mann. Dann erstmal so eine Kochbanane reinpfeifen. Kleine Maus in der Kirsche, wenn die wach sind. Wo ist denn Heiko? Auch da unten. Ja, ihr kommt schon klar, ja zwar. Der Jose. Der kleine Mann kann ja selbstständig im Topf gehen. Das ist ja schon mal gut. Das würde er dann einmal machen. Die kleine Maus hat in die Windeln gemacht. Na gut. Das kommt vor. Baden bitte. Axel. So, nee, nicht so rum. Mach du erstmal. Schlag du erstmal aus. Wir spulen noch mal ein bisschen. Bis der erste wach wird. Na, Heiko ist ja immer noch unterwegs, dann geht's ja super. Klar, ne? Nicht arbeiten und er chillt den ganzen Tag hier so zu Hause rum. Dem geht's super. Allen anderen geht's nicht so gut. Boah, wenn die dann noch in die Schule müssen, na, Brustmahlzeit. Es wird doch keiner wach gerade, ne? Der Josef müsste jetzt eigentlich bald wach werden. Und könnte sich dann mal hier
Einmal bitte Reste nehmen. Dann wird der Josef. Kann er hier hinten duschen gehen irgendwo? Nee, ne? Hier haben wir noch eine Badewanne. Okay. Dann geht der Josef hier duschen. So. Der kleine Mann hat ganz doll Hunger. Der steht jetzt mal auf. Der ist traurig, ja, ich weiß. Der isst jetzt mal eine Kochbanane. Pippi muss der noch nicht. Stopp mal ganz kurz jetzt. Okay, Mäuschen, du gehst bitte einmal nach unten. Und nimmst dir bitte auch was zu essen. Wir müssen es mal ganz kurz organisieren. Der kleine Mann isst jetzt eine Kochbanane. Hast du gegessen? Isst gleich noch eine Kochbanane. Und noch eine. Dann flitzt der kleine Mann auf den Topf. So. Die Maus schläft jetzt noch. Josef geht es nicht so gut, der muss duschen. Das macht er jetzt auch gleich. Wird er mal im Anschluss mal hier hingehen? Hm, wird nicht hier hingehen. Du hörst mal auf jetzt, du bist so voll anstrengend, Mann. Lass mal hier hinjoggen. Und kannst dann mal den Kevin baden. Während der Josef duschen geht. Und im Anschluss hier drüben haben wir da auch noch ein Bad. Ja. Im Anschluss hier mal die Anne bild. Jetzt quatschen. Die Anne steht jetzt mal auf. So, hier ist jetzt eine Kirsche. Kommt der Josef jetzt langsam? Der hat keinen Hunger mehr. Du kannst mal noch so eine Kirsche essen, bitte. Und der Josef kommt gleich dich baden, hoffe ich. Nee, kommt er nicht. Baden. Anne. So. Mal wieder auf damit jetzt. So, und der Heiko sollte eigentlich den Kevin baden. Baden, Kevin. Das wird jetzt gemacht. Heiko ist auf dem Weg. Josef ist auf dem Weg, sehr schön. Die stinken nämlich beide, die Kinder. Machst du das jetzt? Prima. Genau, mach du mal. Wir sind in a row. Ah, super. Oh, Gosha. Und du machst es. Ah, sehr schön. Viva! Prima, der Kevin wird gebaden. Und die Anne wird gebaden. Die geht auf den Topf, die Maus. Ist wahrscheinlich eine ungünstige Idee, das jetzt hier zu tun. Mach das bitte mal hier unten. Hier so. Ich weiß, dass du mal musst. Ui, das war so schmutzig. Genau, ihr badet jetzt alle beide. Ohoho, jabba, zoom. Und dann im Anschluss wird der Josef, die ja hier auch gleich hier oben. Wir haben hier einen Topf jetzt gerade nicht. Hier mal hinbringen, aufs Töpfchen zu gehen. Zack. Während der Heiko. Moment. Ganz kurz. Das ist mal ein bisschen Organisation hier, ne? Ich merke schon. Ja, guck ich hier unten auf dem Klo. Auf dem Klo vor allem. Und der junge Mann kann einmal hier runter geflitzt kommen. Ja,
kann halt noch nicht viel machen, ne? Ah, der will spielen gehen. Okay, das kann er machen. Wenn die kleine Maus dann fertig ist, könnte die eigentlich ein bisschen hier so... Hier mal so, was ist das? Und hier mal so, was ist das? Das können wir jetzt hier mal machen. So, der Heiko geht auf den Topf. Der Josef wird dann gleich hier mal schnell duschen gehen. Sie hat keinen Spaß. Das müssen wir ändern. Nein. Sie kann hier mal ein bisschen Spiel spielen. Blickblock. Denn sie muss dann nachher zum Cast. So, dann kommt sie angelatscht. Er ist schon am Spielen. Josef ist am Duschen. Und Heiko ist auf dem Topf und wird... Denkt auf dem Topf über die Gina nach. Das ist in Ordnung. Geht dann hier einmal duschen. So. Genau, sie zockt jetzt eine Runde. Wann muss sie da hin? Um 12 muss sie da hin. Könnte dann theoretisch eigentlich irgendwas machen, was sie möchte. Heiko, würdest du das bitte dann in den Wäschekorb bringen? Sehr, sehr nett. So. Josef, der hat irgendwas zu tun. Der kleine Mann flitzt jetzt, um sich ein Gericht zu nehmen. Von wo, frage ich mich. Wo flitzt denn der kleine Mann hin? Na, der macht das schon. Ich habe da großes Vertrauen in den kleinen Mann. Sie kann auch eine Kirsche essen und ein Basilikum essen. Ach ja, kann er mal plaudern mit? Dann. Heiko geht ins Bettchen. Josef, du könntest mal hier das verdorbene Essen aussortieren. Und hier bitte auch. Mach das mal bitte. So, Spaß habt ihr genug? Wo ist denn der Kleine? Achso, der klettert noch darunter. So viele Treppen sind nicht gut für kleine Kinder. Klevete gaunim, grinoi barsp palka pinar. Bulene galna, ne. Und was machst du? Du guckst, du kleine Biene. Oh, du musst mal auf den Topf. Nein! Töpfchenhilfe von Axel. Scheiße. Töpfchenhilfe von Josef. Ach, da kommst du überall nicht hin. Na, dann mach halt ins Klo. In die Windel. Du wirst erstmal ein bisschen stapeln dann noch. Wer ist denn da wütend? Will Happa. Hast du was zu essen dir gerade genommen, oder nicht? Was will denn er jetzt? Chili essen. Irgendjemand muss den Hund baden. Bitte einmal den Hund baden. Der Hund sieht ja furchtbar aus. Ist der kleine Mann jetzt das Chili? Ich hoffe. Ja, das ist auch noch gut, ne? Glänzen. Würdest du bitte den Hund baden? Baden. Ich geht's gut. Aha. Ja, sie hat halt leider überhaupt keine Zeit für euch. Sie wird dann noch einmal schnell... in der Dusche singen.
Hund wird gebadet. Er ist kokett. Nein, es wird nichts getrunken. Du hast noch ein bisschen Zeit. Du könntest mal noch, du machst mal noch ein Nickerchen. Gehst du ganz ausgeruht dann dahin. Dem kleinen Mann geht es jetzt wieder gut. Er könnte ja theoretisch sich jetzt auch mal der Heiko drum kümmern. Der Heiko könnte mal hier das Sprechen beibringen. Ich glaube, sprechen kann der kleine Mann noch nicht, ne? Sie macht ein Nickerchen. Sie hört bitte auf, mit dem Clan hier rumzukaspern. Das dauert noch ein bisschen. Und Josef spielt. Ich sag euch, die machen mich fertig, die Kinder. Könnte sich vielleicht mal der Kindersitter einmal um die Kinder kümmern? Und nicht bloß Fernsehen gucken. Ja. Josef ist wütend. Warum? Weil er böse gesinnt ist und weil er auf Klo muss. Verstehe ich. Kann man schon mal sauer sein, ne? Ach. Gut. Sei es wie es sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt das ein bisschen laufen lassen. Und wir werden in der nächsten Folge dann pünktlich dann starten, wenn Gina ihren nächsten Auftritt hat. Denn da gehen wir natürlich mit, da kümmern wir uns natürlich mit drum. In der Hoffnung, dass Gina Gold bekommt, denn das ist ja ihr Wunsch. Und dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange auf sich warten lassen, dass wir sagen, wir lassen die Kinder dann altern. Der Kevin braucht eh noch 2 Tage, die Gina noch 6. Ich würde gern einen Doppelgeburtstag feiern mit den Kindern. Und dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, dass dann auch bald die Hochzeit ansteht zwischen Heiko und Schmalzlocke, die im Übrigen schon sehr lange kein Techtelmechtel mehr hatten. Geh mal zu Gina, da ist schön leise bei der. Kaufen wir mal schnell diesen Kinderwagen. Hier braucht auch kein Mensch mehr. Ja, dann steht die Hochzeit an, also Auftritte von Gina, Geburtstage und Hochzeiten. Eine Hochzeit. Denn leider ist ja Josef immer noch allein. Mal schauen, vielleicht findet er ja noch die Liebe seines Lebens. Ist halt nur sehr schwierig, weil wir halt einfach keine Zeit haben. Und früher oder später wird es dann dazu kommen, dass unser Bautzi stirbt. Was sehr traurig ist. Das haben wir schnell noch gemacht. Oh mein Gott! Ew, Mackendorf. Oh, who listened? Würdest du das mal aufräumen, bitte? Danke. Ja, alles gar nicht so einfach. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.